Es ist meine erste Tagung physischer Art seit langer Zeit und freue mich, dass ich Sie hier nicht nur als Kacheln auf dem Bildschirm sehe. Das ist wenigstens ein Hauch von Normalität. Der Vortrag ist, wie der Titel schon nahelegt, ein bisschen zweigeteilt. Im ersten Teil möchte ich gerne über die Institutionen und politische Geschichte der Südosteuropa-Forschung sprechen. Im zweiten Teil wird es dann eher um wissenschaftstheoretische Fragen gehen. Und es geht ja hier die ganze Zeit um Positionalisierungen. Und ich hoffe, oder ich denke, meine eigene subjektive Positionierung wird hoffentlich auch Ihnen deutlich werden und kann dann gerne bestritten werden. Südosteuropa, mit dieser Ausgangsthese, lassen Sie mich beginnen, ist Südosteuropa-Forschung ist von ihrer Genealogie her eine zutiefst politische Wissenschaft. Die Impulse, die im akademischen Raum zu einer auch institutionell versäulten Beschäftigung mit der Region führten, kamen stets vom Politischen her. Schon ihre vor allem vom Habsburger Reich ausgehenden Anfänge im späten 18. und 19. Jahrhundert waren zwar auch getragen von einem scheinbar unpolitischen, aufklärerischen Gelehrteninteresse, aber sie waren schon damals nicht frei von politischen Zwecksetzungen und staatlichen Verwertungsinteressen. Mit den ersten Ansätzen einer Institutionalisierung der Südostforschung reagierte der habsburgische Staat vielmehr auf seinen steigenden Expertisebedarf über diesen im Rahmen der orientalischen Frage wichtiger werdenden Raum. Südostforschung wurde so zum Teil einer auf politische Nutzbarmachung ausgerichteten imperialen Wissensordnung. Vollends vom Politischen her kamen jene Impulse, die in der Zwischenkriegszeit die Befassung mit dem Raum endgültig zu einer institutionell ausgebauten und von einer eigenen fachlichen Identität geprägten Forschungsdisziplin machten. Es waren vor allem zwei solcher politischen Inputs, die schon in den 20er Jahren hierzu beitrugen. Zum einen das, was gemeinhin als Deutschtumspolitik bezeichnet wird, das heißt, die aus revisionistischer Absicht heraus betriebene Politik der Mobilisierung des Auslandsdeutschtums, das nach 1918 außerhalb der Grenzen Deutschlands lebte, sowie zweitens die sich seit den späten 20er Jahren verdichtende Idee einer politischen und vor allem einer ökonomischen deutschen Hegemonie über den Südosten. Schon vor dem Wendejahr 1933 begann aus diesen Impulsen heraus die Schaffung einer ganzen Reihe von Instituten, die den Südosten im Windschatten der NS-Politik zu einer Region machten, die wie nur wenige andere von der Wissenschaftslandschaft des Dritten Reiches abgedeckt wurden. Eigentlich sollte jetzt eine Folie kommen. Kommt sie auch? Die Folie, deren Erläuterung ich mir hier aus Zeitgründen ersparen muss, mag Ihnen wenigstens optisch einen Eindruck vermitteln von der institutionellen Dichte an Südostforschungseinrichtungen, die schon vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs Gestalt annahmen. Sie hatte ihre Zentren zunächst in Leipzig und München, wo mit dem Leipziger Südosteuropa-Institut und dem Münchner Südostinstitut die beiden Flaggschiffe, zugleich aber auch die beiden sich bis aufs Messer bekämpfenden Hauptkonkurrenten der institutionalisierten Südostforschung in der Vorkriegs- und Kriegszeit angesiedelt waren. Flankiert wurden sie durch ebenfalls sich ganz oder teilweise der Region zuwendende Institute in Dresden, Breslau, ab 1938 auch in Graz und Prag. Einen weiteren Institutionalisierungsschub löste sodann 1938 der Anschluss Österreichs aus, von dem Ihnen die ebenfalls hier nicht weiter zu illustrierende nächste Folie einen optischen Eindruck wenigstens annähernd vermittelt. Das institutionelle Geflecht, was nach 1938, entstand, gruppierte sich hier um drei institutionelle Knotenpunkte. Die schon früh in den 30er Jahren gegründete Südostdeutsche Forschungsgemeinschaft, die sich vor allem der Deutschtumspolitik widmete. Zum Zweiten die 1940 gegründete Südosteuropa-Gesellschaft, die sich als eine zwischen Politik und Wissenschaft angesiedelte Clearingstelle einer ganzen Reihe höchst unterschiedlicher, vor allem an wirtschaftlichen Fragen interessierten Forschungseinrichtungen verstand, sowie drittens die in der Südostgemeinschaft der Wiener Hochschulen zusammengefassten universitären Forschungseinrichtungen.
In all diesen Institutionen flossen politische Zwecksetzung und wissenschaftliches Interesse, Indienstnahme durch die Politik wie auch Selbstmobilisierung der Wissenschaft zusammen. Die Wissenschaftsgeschichtsschreibung hat nicht nur für die NS-Zeit seit langem darauf verwiesen, dass das Verhältnis von Politik und Wissenschaft selbst unter den Bedingungen autoritärer Ordnung nie allein staatlicher Octroi ist, sondern ein ambivalentes Kooperations- und Kollaborationsverhältnis, das beide, wie es der Wissenschaftshistoriker Mitchell Ash einmal genannt hat, Ressourcen füreinander darstellen. Ein Interaktionsverhältnis, in dem auch die Wissenschaft nicht nur das Objekt, sondern immer auch handelnder und aushandelnder Akteur ist. Die politische Indienstnahme der Südostforschung war mithin auch im Nationalsozialismus nicht möglich, ohne die Selbstmobilisierung der Südostforscher. Der institutionelle Ausbau der Südostforschung in den 30er Jahren war nicht nur und oftmals nicht mal in erster Linie das Ergebnis einer intentionalen Wissenschaftspolitik und des Verwertungsinteresses des NS-Staates, sondern Ausdruck eben einer solchen Selbstmobilisierung, mittels derer sich die Wissenschaft einen Ermöglichungsraum für die Akquise von Ressourcen und die Gestaltung von Wissenschaftlerbiografien schuf. Und es war diese Selbstmobilisierung, die auch einen gleichsam darwinistisch ausgetragenen Konkurrenzkampf der Institutionen untereinander im Kampf um Ressourcen, Geltungsanspruch und Deutungshegemonie beflügelte, indem jede Institution ihre vermeintlichen und durchaus nicht nur wissenschaftlichen komparativen Vorteile geltend zu machen bemüht war. Wien etwa reklamierte seine Rolle als Zentrum der Südostforschung nicht nur aus seiner Geschichte und seiner geografischen Lage heraus, sondern auch aufgrund besonderer mentaler und kultureller Kompetenzen der Ostmärker, nämlich die Kompetenz, sich, Zitat, mit den Südostvölkern verständigen zu können. In Leipzig wiederum sah man sich gerade deswegen kulturell besser gerüstet, weil man anders als in Wien eben nicht mit dem Stigma der habsburgischen Vergangenheit den Südostvölkern gegenübertreten könne. Stets ging es in dieser Arena der Ressourcenkonkurrenz darum, die eigene Position zu Lasten des anderen zu stärken. In Wien verlangte der Raumgeograf Hugo Hassinger, einer der agilsten Wissenschaftsmanager seiner Zeit, die gesamte auf den Südosten bezogene Volkstumforschung doch gefälligst in Wien zu konzentrieren, zu Lasten Leipzig, München und Breslau. In Leipzig wiederum trat der Südosteuropa-Historiker Georg Stadtmüller sein Amt als Direktor des neu geschaffenen Instituts für südosteuropäische Geschichte mit der Absicht an, Leipzig binnen weniger Jahre, ich zitiere, zum wissenschaftlich führenden und auch politisch lebendigen Zentrum der gesamten deutschen Südostforschung zu machen. Das Münchner Südostinstitut wiederum reagierte auf den Anschluss Österreichs 1938 mit der Aufforderung an die bayerische Regierung, die Institutsmittel substanziell auszuweiten, um zu verhindern, dass, Zitat, der Schwerpunkt der deutschen Südostarbeit von München nach Wien abgleite. Institutionelle Konkurrenz war dabei verbunden mit persönlichen Animositäten, Intrigen und habituellen Hahnenkämpfen der Akteure, in denen sich jede Wissenschaftsgeschichte zugleich als Kultur- und Mentalitätsgeschichte der Wissenschaft schreiben lässt. Nirgends wird dies deutlicher als dem sich über zwei Jahrzehnte hinziehenden Grabenkrieg zwischen dem Direktor des Leipziger Instituts und späteren Münchner Professors Georg Stadtmüller und dem Spiritus Rektor des Münchner Südostinstituts Fritz Waljawetz, der sich noch bis in die 1950er Jahre hinziehen sollte und die deutsche Südostforschung belastete. Ein Zitat mag Ihnen vielleicht so ein bisschen die Geflogenheiten andeuten, mit denen man damals diese Grabenkämpfe austrug, wenn Herr Waljawetz sagt, dass er sich die Anrempeleien des Herrn Stadtmüllers nicht mehr länger gefallen lassen würde. Das war so der Ton, in dem sozusagen diese Institutskontroversen auch ausgetragen wurden. Alle diese Institutionen, ob in Wien, München oder Leipzig, unterwarfen sich dabei unbefragt dem Imperativ der Zweckbindung im Dienste der NS-Politik. Auf dem Gebiet der nationalsozialistischen Volkstums- und Bevölkerungspolitik, ebenso
wie hinsichtlich der ökonomischen Ausbeutungsinteressen des Reiches in Südosteuropa oder auch der unmittelbaren Kriegsplanung. Eine solche Selbstverpflichtung war gleichsam die Voraussetzung ihrer Statuswahrung als Wissenschaft und ihrer wissenschaftlichen wie politischen Geltungsansprüche. Der Raumgeograf Hassinger wollte in diesem Sinne die Wiener Forschungseinrichtungen, Zitat, zur Betreuungsstelle für die Staats-, Volks-, Wehr- und wirtschaftspolitischen Aufgaben des Deutschen Reiches im Donauraum, in Südosteuropa und im Vorderen Orient machen. Sein Kollege Kurt Knoll, der Chef der Südostgemeinschaft Wiener Hochschulen, sah es als Aufgabe der Südostforschung an, Zitat, gemeinsam mit den entsprechenden politischen Stellen die Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnis in Wirklichkeit zu ermöglichen. Je gegenwartsnäher der gegenstandsbereit einer Einrichtung war, desto unmittelbarer war diese dabei auch mit der Politik verflochten. Aber auch Einrichtungen, die sich wie das Münchner Institut in ihren Publikationen zumeist von unmittelbaren Gegenwartsfragen fernhielten, entzogen sich politischen Dienstleistungserwartungen nicht. Gutachten für Reichs- und Parteiinstanzen und Policy Consulting bestimmte die Arbeit des Instituts genauso wie eine scheinbar politikferne historische Forschung. Eine möglichst enge Anbindung der eigenen Institution an eine der im Herrschaftsgefüge des NS-Staates einflussreichen Instanzen war darüber hinaus eine Conditio, nicht nur für die Einwerbung von Ressourcen, sondern gelegentlich auch für die pure Existenzsicherung. Das Münchner Südostinstitut etwa gewann seinen Konkurrenzkampf mit dem Leipziger Pendant nicht zuletzt deswegen, weil es sich durch seine Anbindung an das Reichssicherheitshauptamt, sprich an die SS, Verbündete sich zu sichern wusste, über die der Leipziger Konkurrent nicht verfügte. In Dienstnahme und Selbstmobilisierung bedeuteten, und auch dies gehört zum Bild der Südostforschung im Nationalsozialismus dazu, in Dienstnahme und Selbstmobilisierung bedeuteten gleichwohl nicht die vorbehaltelose Unterordnung und der politische oder ideologische Imperativa. Beides, in Dienstnahme wie Selbstmobilisierung, standen vielmehr immer auch in einem immer aufs Neue auszutarierenden Spannungsverhältnis zum Wissenschaftsanspruch, auf den man auch in der Bereitschaft zur politischen Dienstleistung nicht verzichten wollte. Südostforscher betrieben ihr Geschäft nicht, zumindest nicht durchgängig, als rabiate Weltanschauungsexperten, wie es Carsten Klingemann einmal mit Blick auf die Rolle der Soziologen im Nationalsozialismus formuliert hat. Sie verstanden sich vielmehr als wissenschaftlich arbeitende Fachleute und sahen gerade in ihrer akademischen Expertise das, was sie der Politik anzubieten vermochten. Nicht mit selbstgefälliger Propaganda, sondern und stiller, aber umso unbeirrbarer Arbeit, so umschrieb das Südostinstitut seinen Anspruch, wolle man den nationalpolitischen Belangen in Südosteuropa Rechnung tragen. Und als Hugo Hassinger im Herbst 1944 wohlgemerkt, zu einer Zeit, da deutsche Herrschaftsträume in Südosteuropa sich bereits in Luft aufzulösen begannen, als Hassinger 1944 den Auftrag einer ethnografischen Karte Südosteuropas übernahm, die auf Wunsch von Politik und Militär möglichst schnell erstellt werden sollte, da beharrte er auf der wissenschaftlichen Fundierung eines solchen Vorhabens. Der Ausgangspunkt, so Hassinger, müsse die Wissenschaft und nicht das politische Programm sein. Es war somit keine politische Dienstbarkeit jenseits wissenschaftlicher Ansprüche, an welcher sich die Südostforschung ausrichtete, aber eben auch keine Wissenschaftlichkeit jenseits des Politischen. In Dienstnahme und Selbstmobilisierung, Wissenschaftsanspruch und politische Dienstbarkeit führen zu der Frage hin, wie weit die Südostforschung und die Südostforscher auf diesem Wege zu gehen bereit waren. Sicherlich waren sie Teil einer nationalsozialistischen Expertenkultur, aber wurden sie auch von Experten zu Handelnden? Blieben sie akademische Kollaborateure mit begrenztem Einfluss, wie es Hans Mommsen einmal mit Blick auf die Geschichtswissenschaft genannt hat, oder aber waren sie, um eine ebenso viel zitierte wie bestrittene Formel von Götz Ali zu nutzen, Vordenker der Vernichtung? Waren sie nur Schreibtischtäter, die mit der Feder Politik legitimierten?
Oder aber waren sie gar, wie Ingo H. mit Blick auf Fritz Weyerwitz geschlussfolgert hat, Wissenschaftler, bei denen, Zitat, das Morden zum Handwerk gehörte? Eine eindeutige Verortung von Verantwortung entlang dieser Kategorien bleibt für die führenden Gestalten der deutschen Südostforschung schwierig. Ambivalenzen tun sich selbst dort auf, wo ein erster Blick Eindeutigkeiten suggeriert. Sicherlich lassen sich mit jene mit einiger Präzision identifizieren, die etwa wie der Historiker und Kartograf Wilfried Krallert ihre Kompetenz für ethnodemografische Statistiken unmittelbar in die territorial- und volkstumspolitischen Entscheidungsprozesse des Staates einbrachten und die als SS-Aktivisten darüber hinaus an justiziablen Verbrechen wie der Plünderung jüdischer Buchläden in Budapest oder Belgrader Bibliotheken beteiligt waren. Schwieriger wird es schon bei jenen, die sich zwar wie Georg Stadtmüller der Rolle als Expertiselieferant nicht verweigerten, sich von unmittelbaren Verwicklungen in das verbrecherische Handeln des Systems aber offenbar fernhielten. Wohl für keine der tragenden Gestalten der Südostforschung fällt eine Antwort auf derartige Fragen so schwer wie für Fritz Weyerwitz. Seine Rolle als eilfertiger Berater politischer Instanzen ist unstrittig, ebenso seine Rolle als nicht nur forschender, sondern auch handelnder Volkstumsaktivist. Umstritten aber bleibt bis heute, ob er während seines Kriegseinsatzes in der Bukowina nicht auch an der Erschießung von Juden beteiligt war, worauf Ingo H. sein Votum vom mordenden Wissenschaftler gründet. Sie alle waren wissenschaftliche Dienstleister der Politik aus Opportunismus und Karrieregründen oder aus einer zumindest partiellen Konkurrenz ihrer wissenschaftlichen Vorstellungen mit der Politik und der Ideologie des Systems heraus. Sie alle waren in der einen oder anderen Weise auch aktiv Handelnde und doch verschließen sie sich in der Verortung ihrer Verantwortung bisweilen endgültigen Urteilen. In fast jedem von ihnen spiegeln sich biografische Palimpseste wider, die sich nur um den Preis des Umgehens von Ambivalenzen vereindeutigen lassen. Stadtmüller, der als Wehrmachtsberater in Griechenland Teil der Repressionsmaschine der deutschen Besatzungsherrschaft war, war gleichzeitig bemüht, seine Vorgesetzten zumindest von der Dysfunktionalität der exzessiven Gewalt gegenüber der griechischen Zivilbevölkerung zu überzeugen. Ein Franz Ronneberger, der im Völkischen Beobachter die rumänische Judenpolitik rühmte, jedoch seine jüdische Angestellte Martha Meisel bis zum Zugriff durch den Sicherheitsdienst in seiner selbst der SS unterstehenden Dienststelle beschäftigte. Fritz Weyerwitz, der sich in der Bukowina der deutschen Militärpolitik andiente, zugleich aber Kontakt zum 1945 ermordeten katholischen Widerstandskämpfer Alfons Delp unterhielt. Das Verhältnis von Wissenschaft und politischem Handeln bleibt mithin auch für die Geschichte der Südostforschung und auch für die Zeit des Nationalsozialismus nicht einfach auszuloten. So sehr es dabei in die Irre führt, vom geschriebenen Wort umstandslos auf die Praxis zu schließen, so wenig ist umgekehrt anzunehmen, dass, und ich zitiere hier Lutz Raphael, die Vernunft des Fachwissens keine Spuren in den offiziellen Deutungsmustern der nationalsozialistischen Diktatur hinterlassen hätte. Auch dort, wo das Fachwissen der Südostforscher keine operative Entscheidungsanleitung war, verlor sie ihre politische Zwecksetzung nicht. Auch dort war sie immer Interpretationsarbeit, die dazu beitrug, verbrecherische Politik gestaltbar zu machen. Das Jahr 1945 bildete naturgemäß auch für die Geschichte der Südostforschung eine Fundamentalzäsur, die nicht nur neue ordnungspolitische Rahmungen setzte, sondern mit der, in den Worten von Mitchell Ash, auch die Ressourcenensembles der Wissenschaft neu gestaltet werden mussten. Die institutionelle Forschungslandschaft war zu rekonstruieren, biografische Brüche waren zu bewältigen, personelle Netzwerke mussten je nach Opportunitätserwägungen entflochten oder aber auch neu geflochten werden. Legitimationsgründe für die eigene Wissenschaft mussten neu oder auch erfunden werden. Deutungsparameter und theoretische Forschungsprämissen waren herausgefordert. Institutionell bedeutete das Kriegsende für die Südostforschung dabei zunächst einmal einen tiefgreifenden Einbruch, ja im Grunde genommen einen Zusammenbruch.
Von der zuvor überbordenden institutionellen Landschaft blieb so gut wie nichts übrig. In der späteren Bundesrepublik blieb allein das Südostinstitut zumindest auf dem Papier bestehen, wenn es auch faktisch nicht mehr existierte. Auch der Geltungsanspruch einer Südostforschung musste erst neu errungen werden, hatte doch das zuvor vermarktete Wissen mit dem Kriegsende an Wert verloren. Die meisten der Gründe, auf die sich eine wissenschaftliche Beschäftigung mit Südosteuropa vor 1945 hatte berufen können, diese Gründe waren hinfällig geworden. Eine deutsche Hegemonialrolle im Südosten hatte sich erledigt. Die völkischen Verbindungen zum Südosten hatten mit der Dezimierung der dortigen deutschen Minderheiten ihre frühere Bedeutung für die Begründung einer Südostforschung eingebüßt. Das wissenschaftliche Wachhalten von offenen Grenzfragen, das etwa von der Ost-Mitteleuropa-Forschung so erfolgreich zur eigenen Reanimierung eingesetzt werden konnte, war für die Südosteuropa-Forschung ebenfalls kaum als Ressource aktivierbar. Bestanden doch solche Grenzfragen gegenüber den südosteuropäischen Ländern nicht. An einer staatlich alimentierten und institutionell breit aufgestellten Südosteuropa-Forschung bestand dann auch nach 1945 zunächst kein dringlicher Bedarf. Nur mühsam schaffte es die Südostforschung, sich aus diesem letalen Zustand zu reanimieren. Sehr viel mühsamer jedenfalls als die Osteuropa-Forschung, der dies sehr viel zügiger gelang. Und dass es der Südostforschung letztlich gelingen sollte, war durchaus kontingenter Natur. 1945 und in den ersten Jahren danach jedenfalls war es keineswegs sicher, dass es so etwas wie eine institutionell gesicherte und disziplinär eigene Südostforschung überhaupt wieder geben würde. Erst die Verfestigung des Kalten Krieges, in zweiter Instanz auch die Folgen der Vertreibung, öffneten Anfang der 1950er Jahre auch der Südostforschung wieder Legitimationsansprüche, die sich in eine institutionelle Erneuerung ummünzen ließen. Es war dies eine Erneuerung, die in jeder Hinsicht im Modus der Kontinuität erfolgte. Institutionell fand dies seinen Ausdruck und seinen Kern seit Mitte der 50er Jahre in einer Trias aus drei außeruniversitären Institutionen. Zwei von ihnen standen in einer mehr oder minder unmittelbaren Tradition der NS-Zeit. Das Südostinstitut, das sich bar jeder kritischen Selbstreflexion auf die eigene Geschichte schlicht und einfach als unbelastete Fortsetzung seiner selbst aus den Jahren 1930 bis 1945 begriff, und die Südosteuropa-Gesellschaft, die sich zwar als Neugründung ausgab, von ihrem Selbstverständnis als Mittlerorganisation zwischen Wissenschaft, Politik und Wirtschaft, aber deutlich an die gleichnamige Gesellschaft der Kriegszeit anknüpfte. Neu war der dritte Baustein dieses Gesamtkunstwerkes einer erneuerten Südostforschung, das Südostdeutsche Kulturwerk und die mit ihr institutionell verknüpfte Südostdeutsche Historische Kommission, an die man gewissermaßen die Erforschung der deutschen Volkstumsgeschichte outgesourced hatte, nicht zuletzt um die anderen beiden Institutionen nicht mit dem politisch diskreditierten Feld der alten Deutschtumsforschung zu belasten. An den Universitäten hingegen war die Südostforschung zunächst marginal repräsentiert. Lediglich in München war sie seit Mitte der 50er Jahre mit der Professur von Stadtmüller vertreten und auch dies nur im Rahmen einer allgemeinen Geschichte Osteuropas. Zu einem neuerlichen Institutionalisierungsschub, das kann ich hier nur pauschal andeuten, sollte es erst in den 70er und 80er Jahren sowie schließlich im Gefolge der postsozialistischen Entwicklung kommen. Dies führte vor allem zu einer Ausweitung der universitären Verankerung der Südostforschung, in einzelnen Fällen auch zu neuen außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Auch personell stand die Reanimierung der Südostforschung nach dem Kriege ganz im Zeichen der Kontinuität. Darin unterschied sie sich freilich nicht von vielen anderen Wissenschaftsdisziplinen und politischen Institutionen. Schließlich bewegte man sich auch konzeptionell in alten Bahnen. Zwar bekannte man sich jetzt zum Konzept einer über Volkstumsfragen hinausweisenden komparativen Regionalforschung. Dies bedeutete jedoch nicht, dass man das deutschtumszentrierte Verständnis von Südostforschung, das die Arbeiten des Instituts vor 1945 geprägt hatte, aufgab. Weniger in den gedruckten Publikationen des Instituts als in Gutachten und Expertisen, die man für Ministerien erstellte,
blieb die Deutschtumsforschung noch lange das inhaltliche und finanzielle Gerüst des Instituts. Wie vor 1945 war auch die Reetablierung einer institutionellen Südostforschung nach Kriegsende dabei letztlich das Ergebnis von politischer Indienstnahme und Selbstmobilisierung der wissenschaftlichen Akteure. Was die Selbstmobilisierung betrifft, so war es vor allem Waljawetz, dem es, wenn auch nach vielen Widerständen gelang, das beschriebene Geflecht einer institutionellen Südostforschung wieder auf den Weg zu bringen und sich damit selbst seine wissenschaftliche biografische Kontinuität vom NS-Staat in die Bundesrepublik zu sichern. Politische Dienstleistungserwartungen, die einer öffentlichen Finanzierung der Südostforschung den Weg öffneten, ergaben sich zum einen aus dem Klima des Kalten Krieges und dem damit verbundenen Expertisebedarf über das Geschehen in diesen Ländern, in zweiter Linie auch durch die Problematik der Vertreibung bzw. der in Südosteuropa noch verbliebenen deutschen Minderheiten. Dies heißt nicht, dass sich in den Instituten der Südostforschung in dieser Zeit nicht auch eine solide, vor allem historische Forschung etabliert hätte. Wie schon vor 1945 lebte die Südostforschung gewissermaßen ein Doppelleben. Eine sich an Wissenschaftlichkeit orientierende, durchaus auch den Kontakt zu Forschern der Region suchende, jedoch weithin politikferne Forschung und eine sich auf das Feld des politischen Begebenen in weiten Teilen unakademische Dienstleistungsrolle. Zwischen beiden, der Verwissenschaftlichung und der politischen Zweckdienlichkeit, sah man dabei nach 45 wie vor 45 offenbar keine konkurrierenden Prinzipien. Mit alledem blieb die Südostforschung aber in den 50er und 60er Jahren auch im Vergleich mit den anderen Osteuropa-Institutionen ein eher fragiles Feld. Personell wie finanziell war man deutlich schwächer ausgestattet und auch die öffentliche und politische Wahrnehmung der Südostforschung blieb deutlich nachgeordnet. Aus dieser konzeptionell ganz von Kontinuität geprägten Restituierungsfrage, und damit lassen Sie mich zum zweiten, eher wissenschaftstheoretischen Teil meines Vortrags kommen, aus dieser von Kontinuität geprägten Restituierungsphase hat die deutsche Südosterforschung meines Erachtens erst mit den 1970er Jahren herausgefunden. Nicht im Ergebnis einer theoretischen Selbstreflexion, sondern im Gefolge eines Generationenwandels und eines eher stillen Abrückens von überkommenen Fragestellungen und Paradigmen. Hier, in diesem gleichsam stillen und untheoretischen Wandel oder untertheoretisierten Wandel, liegt meines Erachtens nach ein grundlegender Unterschied zur allgemeinen Geschichtswissenschaft, wo die Suche nach neuen theoretischen Zugängen mit diskursiver Wucht ausgetragen wurde. Man denke etwa an die Debatten um Politik oder Sozialgeschichte in der deutschen Geschichtswissenschaft. Die wissenschaftstheoretische Reetablierung der Südostforschung war dabei zunächst, ganz wie vor 1945, im Zeichen des Nachweises einer disziplinären Eigenständigkeit der Südosteuropa-Forschung erfolgt. Der Sozialwissenschaftler Franz Honneberger, vor wie nach 1945 einer der einflussreichsten Figuren der Südosteuropa-Forschung, Honneberger hatte Anfang der 60er Jahre in einer Denkschrift an die Politik im Auftrage der Südosteuropa-Gesellschaft einen substanziellen Ausbau der Südostforschung innerhalb wie außerhalb der Universitäten eingefordert und dies mit eben jener epistemischen und wissenssoziologischen Besonderheit der Südosteuropa-Forschung begründet, die auch deren institutionelle Eigenständigkeit erzwinge. Der Historiker Matthias Bernhardt, ab den frühen 60er Jahren Direktor des Südostinstituts, hat diesen Ansatz ein gutes Jahrzehnt für die Geschichtswissenschaft gewissermaßen programmatisch vorangetrieben in einem Aufsatz unter dem Titel Südosteuropäische Geschichte als gesonderte Disziplin. Ein gesonderter Disziplinanspruch, den er aus der vermeintlichen Strukturbesonderheit Südosteuropas als eines Raums der Einheit in der Vielfalt ableitete. Derartige Begründungsversuche eines Eigenständigkeitscharakters, eines methodischen und epistemischen Eigenständigkeitscharakters der Südostforschung waren, wenn man sie aus der Rückschau betrachtet, nicht unbedingt von wissenschaftstheoretischem Tiefgang geprägt. Sie konnten ihr pragmatisch-defensives Anliegen kaum verbergen,
das vor allem darum bemüht war, die auch in den 60er und 70er Jahren noch bestehende Gefahr einer institutionellen Auflösung der Südosteuropa-Forschung in eine allgemeine Osteuropa-Forschung abzuwehren. Vor allem Ronneberger suchte den eingeforderten institutionellen Ausbau darüber hinaus denn auch durch neue und gleichsam dem Zeitgeist angepasste Geltungsansprüche der Südostforschung abzustützen. Aus der Erkenntnis heraus, dass die alten Legitimationsargumente für eine Südostforschung, seien sie völkischer Natur oder aus dem Kalten Krieg abgeleitet, dass diese alten Legitimationsgründe kein dauerhaft tragfähiges Argument mehr waren, versuchte er der Südostforschung gewissermaßen einen komparativen theoretischen Relevanzwerk zu geben. Und dies in doppelter, gleichsam dialektischer Hinsicht. Zum einen nämlich sah Ronneberger in der Südostforschung ein, Zitat, Exerzierfeld für die Strukturwandlungen des technischen und industriellen Zeitalters. Wiederhole sich doch in Südosteuropa das, was das übrige Europa schon seit dem 19. Jahrhundert an entwicklungsgeschichtlichen Phasen durchlaufen habe. Zum Zweiten, und das war als Legitimationsressource für einzuwerbende Ressourcen bedeutsamer noch, könne Südosteuropa aber vor allem auch als Vergleichsfolie dienen für die Herausforderungen, die sich der Westen im Angesicht von Entkolonialisierung und Entwicklungsproblematik der Dritten Welt stelle. Südosteuropa war für ihn gleichsam ein Paradigma für die Staatsbildungsprozesse und die ökonomischen und sozialen Entwicklungsprobleme der Länder Asiens oder Afrikas. Es war dies nichts anderes als der Versuch, Südostforschung nicht mehr allein aus den politischen Dienstleistungserwartungen des Kalten Krieges heraus zu begründen, sondern aus darüber hinausweisenden globalen Problemlagen. Man mag dies als ein leicht zu durchschauendes Manöver der Ressourceneinwertung werten. Zugleich war es aber auch der Versuch, Südosteuropa-Forschung in den Wissenschaftskontext transnationaler und komparativer Bezüge zu stellen. Und in dieser Hinsicht war es für die damalige Zeit durchaus modern. Bis in die 70er Jahre hinein blieb die Südostforschung jedoch eine in Splendid Isolation lebende, weithin theorielos agierende Regionalwissenschaft, die sich an Fragen und Methodendiskussionen der allgemeinen Geschichts- und Sozialwissenschaft uninteressiert zeigte. Nur langsam hat sie sich aus dem Prokrustesbett, in das sie sich mit ihrem auch nach 1945 erneuerten Anspruch, eine in Gegenstand, Ziel und Methode eigenständige Disziplin zu sein, gelegt hatte, nur langsam hat sie sich aus diesem Prokrustesbett herausarbeiten können. Und auch dies nicht als Ergebnis eines theoriegeleiteten Selbstverständigungsdiskurses, sondern eines auf dem Wege des Generationenwechsels und von zeitklimatischen Veränderungen beförderten, langsamen Andockens der Südostforschung an die sich wandelnde Wissenschaftskultur der Geistes- und Sozialwissenschaften. Die Nationalismusforschung war in den 70er, 80er Jahren ein erstes Feld, auf dem eine solche Annäherung der Südostforschung an allgemeine Theoriekonzepte und Fragestellungen der Geschichts- und Sozialwissenschaften gelang. Die in dieser Zeit erfolgende sozialgeschichtliche Umjustierung der Nationalismusforschung, wie sie mit Namen wie Theodor Schieder, Miroslav Roch oder Karl W. Deutsch, später auch mit Ernest Gellner verbunden wird, sie wirkte auch in die Südosteuropa-Forschung hinein und regte hier eine ganze Reihe von Arbeiten zur serbischen, rumänischen, kroatischen oder mazedonischen Nationswerdung ab, die über die zuvor primär geistes- und ideengeschichtliche Betrachtung des Nationalismus hinausführten und die damit auch stärker den südosteuropäischen Nationalismus des 19. Jahrhunderts einer vergleichenden Betrachtung zuführten. Sie fanden ein gutes Jahrzehnt später ihre Fortsetzung in jenen Arbeiten, die sich ausgelöst von Benedict Anderson um eine konstruktivistische Erweiterung der Nationalismusforschung bemühten. Stärker noch wurde dieses Andocken an Theoriebezüge und Fragestellungen der allgemeinen Geschichtswissenschaft in den 1980er Jahren jedoch durch die Hinwendung zu einer modernisierungstheoretisch inspirierten Gesellschaftsgeschichte vorangetrieben, die sich im deutschsprachigen Raum vor allem mit dem Namen von Holm-Sundhausen, außerhalb Deutschlands mit Namen wie Ewan Behrendt, Andrew Janosch, John Lampe oder Daniel Giraud
verbindet. Ihnen allen ging es im Kern um die Erklärung dessen, was im modernisierungstheoretischen Jargon der damaligen Zeit als Rückständigkeit des Balkan auf dem Weg in die Moderne beschrieben wurde. Mit diesem Anliegen wurde gewissermaßen Max Webers Frage nach den Besonderheiten der okzidentalen Moderne innereuropäisch auf den Balkan gewendet und nach den strukturellen Bedingungsfaktoren einer hier in der Sicht der Autorin weithin gescheiterten Modernisierung gefragt. Zweifelsohne spielen diese Arbeiten der 70er, 80er Jahre viele jener Engführungen wider, die im Zuge der poststrukturalistischen Wende der Geschichtswissenschaft die Modernisierungstheorie in Misskredit gebracht haben. In einer historisierenden Rückschau aber wird man auch hier geltend machen können, dass damit viele jener Fragen nach den tatsächlichen oder auch vermeintlichen Besonderheiten und Pfadabhängigkeiten der südosteuropäischen Entwicklungsgeschichte aufgeworfen wurden, die uns bis heute von ganz anderen theoretischen Positionen aus und nach wie vor kontrovers beschäftigen. Für die Südosteuropa-Forschung bedeutete dies daher einen nicht zu unterschätzenden Theoretisierungsschub. Auf andere sich des theoretischen Repertoires der allgemeinen Geschichts- und Kulturwissenschaften bedienenden Zugänge zur südosteuropäischen Geschichte, nunmehr bereits in den 1990er und 2000er Jahren, sei hier nur pauschal verwiesen. Sie werden uns mit größerer Ausführlichkeit ja noch näher beschäftigen. Zu verweisen wäre hier etwa auf die historisch-anthropologische Erweiterung der Südostforschung, wie sie vor allem von Karl Kaser in Graz so produktiv vorangetrieben worden ist. Mit seinen stark mikrohistorisch ausgerichteten Forschungen zu Familien, Haushalten und Verwandtschaft haben sich vormals als strukturhomogen angenommene soziale Welten im Blick auf den kleinen Raum und den Alltag der Subjekte als ungleich differenzierter erwiesen und die Vorstellung von einer Balkangesellschaft wurde damit relativiert. Zu nennen sind natürlich auch die vielfältigen Einflüsse der Kulturgeschichte, die den südosteuropäischen Raum seit den 80er, 90er Jahren für komparative Fragen, beispielsweise von Erinnerungskulturen und Formen symbolischer Repräsentation, erschloss. Schließlich auf die heute kaum mehr bestrittene Bedeutung transnationaler Perspektiven von Verflechtungsgeschichte oder wie jüngst in dem anregenden Versuch von Marin Janin Kalek mit globalgeschichtlichen Deutungszugängen. Die Südostforschung, so kann man bilanzieren, bewegt sich mithin mittlerweile in fast allem im Rahmen jener Paradigmen, welche die systematischen Wissenschaften im Zuge ihrer konjunkturellen Wellen ausgelöst haben. Dies ist nicht als ein epigonisches Nachklappern misszuverstehen, sondern Ausdruck einer sich verstetigenden Professionalisierung, mit welcher die Südostforschung kommunikations- und dialogfähiger geworden ist. Vergleichende Betrachtungen, seien sie europäischer oder globalgeschichtlicher Natur, können den südeuropäischen Südosten denn auch heute nicht mehr mit der gleichen Selbstverständlichkeit übergehen, mit der dies in früherer Zeit der Fall war. Dies alles sind zudem innovative Zugänge zur südosteuropäischen Geschichte, die seit den 1990er Jahren zunehmend auch von der dortigen Geschichtswissenschaft selbst getragen werden. Wenngleich die mit thematischen und methodischen Beschränkungen einer konventionellen Nationalgeschichtsschreibung hier in Südosteuropa sicherlich noch ihre Spuren hinterlassen. Der paternalistische Gestus, mit dem in den ersten Jahren nach der Wende die südosteuropäischen Historikerinnen und Historiker an das Theoriereservoir der westlichen Wissenschaft herangeführt werden sollten, dieser paternalistische Gestus scheint mir überwunden, auch wenn natürlich hinsichtlich der Ressourcenverfügbarkeit weiterhin gravierende Unterschiede bestehen. Schließlich scheint mir in diesem Prozess der methodischen Verwissenschaftlichung eines auffällig zu sein, was die Beschäftigung mit Südosteuropa in einer durchaus positiv zu deutenden Weise von der Praxis etwa der hiesigen Geschichtswissenschaft abhebt. Und das ist die größere Leichtigkeit, mit der die Grenzen der Disziplinen eingerissen werden. Zwischen der Geschichtswissenschaft und der Ethnologie etwa hat sich in der Südostforschung meiner Meinung nach eine sehr viel zwanglosere Interdisziplinarität eingependelt, welche die scharfen Grenzziehungen, von der die Geschichtswissenschaft geprägt war, man denke etwa an die Konflikte um Alltagsgeschichte, hinter sich gelassen hat. Man wird all dies
was hier nur schlagwortartig angerissen wurde, wenn man dies schon nicht mit dem fragwürdigen Begriff des Fortschritts belegen will, so doch als Prozess einer sich stetigen Verwissenschaftlichung der Südostforschung deuten können. Einer Verwissenschaftlichung, mit der die Südostforschung das so lang gehegte und gepflegte Selbstbild disziplinärer Eigenständigkeit, auf das sie ihre Geltungsansprüche so lange aufgebaut hat, überwunden hat. Etwas überspitzt kann man formulieren, dass die Südosteuropa-Forschung zu einer solchen Verwissenschaftlichung erst dann gefunden hat, als sie sich von der Selbsttäuschung einer nach eigenen Regeln verfahrenen Disziplin zu lösen begann. Bei all diesen theoretischen Neu- und Umorientierungen handelt es sich freilich weniger um alternative und konkurrierende Konzepte, sondern um additive Erweiterungen. Das Ausschließlichkeitspathos, mit dem manche der jüngeren Turns gelegentlich hegemoniale Ansprüche geltend machen, dieses Ausschließlichkeitspathos übersiegt, dass methodische Innovationen immer nur Differenzierungsgeneratoren sind. Sie machen, um Karl Schlögel, und diesen Namen muss man an diesem Ort ja einmal zitieren, sie machen, um Karl Schlögel zu zitieren, das vorher Unsichtbare sichtbar. In diesem Sinne hat auch die Orientierung der Südostforschung an solchen geschichtswissenschaftlichen, kulturwissenschaftlichen Turns und Trends sicherlich zu einer ungeheuren Perspektiverweiterung in unserem Blick auf Südosteuropa beigetragen. So unbestritten pluraler, theoretischer, reflektierter und empirisch reichhaltiger die Südostforschung damit auch geworden ist, so sehr hat doch auch dieser Pluralisierungs- und Differenzierungsprozess viele alte und manche neue Fragen offen gelassen. Auf zwei von Ihnen, die hinter dem Anliegen dieser Tagung stehen, will ich abschließen in einer bewusst unfertigen, gerade darin vielleicht aber auch diskussionsanregenden Weise zu sprechen kommen. Es ist dies erstens die Frage nach dem Ertrag und den Defiziten der gegenwärtig auf dem Markt der Theorie gehandelten konzeptionellen Zugänge zur südosteuropäischen Geschichte. Und zweitens, damit verbunden, die Frage nach der Sinnhaftigkeit der Kategorie des Raums für eine historische Verordnung Südosteuropas. Zum ersten Punkt. So sehr das Andocken der Südostforschung an die konjunkturellen Paradigmenwechsel der Geschichts- und Kulturwissenschaften zu eben dieser Erweiterung ihrer Perspektiven beigetragen hat, so sehr hat dieses Andocken meines Erachtens nach auch seinen Preis gehabt. Und einer dieser Preise liegt meines Erachtens nach darin, dass die sich jetzt in den Vordergrund spielenden kulturwissenschaftlichen Ansätze dazu neigen, der Kultur einen privilegierten Status zuzubilligen. So wie dies frühere Ansätze, etwa im Marxismus, dem ökonomischen, in der Sozialgeschichte alten Zuschnitts, den Klassen und den Sozialstrukturen zugeschrieben wurde. Im Ergebnis führt dies gelegentlich zu einer mangelnden Rückbindung des Kulturellen an das Gesellschaftliche. Der kulturelle Turn, jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier mit meinen Folien immer weiterkomme. Der kulturelle Turn, so hat es beispielsweise der Wiener Kulturwissenschaftler Lutz Mussner, wie ich meine, nicht unbegründeterweise gewarnt. Der kulturelle Turn hat bei all seinen produktiven Erweiterungen auch zu einer, Zitat, Verflüchtigung harter Gesellschaftsdimensionen in die weichen Felder von Kultur, Bedeutung und Diskurs geführt. Von dieser Gefahr eines von der Gesellschaft entkoppelten Kulturalismus scheint mir auch die Südostforschung nicht immer frei geblieben zu sein. Ich möchte daher, und jetzt komme ich sozusagen zur subjektiven Positionierung, ich möchte daher für eine neuerliche Aufwertung dessen plädieren, was ich im bewussten Rückgriff auf eine Kategorie, die mittlerweile unter dem Druck kulturwissenschaftlicher und postkolonialer Kritik kaum mehr satisfaktionsfähig ist, als Gesellschaftsgeschichte bezeichne. Nicht als Alternative und ohne den programmatischen Anspruch, mit dem diese Kategorie in den 70er und 80er Jahren von der Bielefelder Schule in die Welt gesetzt wurde, sondern Gesellschaftsgeschichte als integrationsoffene, aber auch integrationsfähige Erweiterung jener Ansätze, die in den vergangenen zwei Jahrzehnten den Forschungsdiskurs bestimmt haben. Eine Gesellschaftsgeschichte, und hier oute ich mich einmal mehr als theoretischer Dinosaurier, eine Gesellschaftsgeschichte,
welche von der Weberschen Trias von Herrschaft, Wirtschaft und Kultur als gleichberechtigte Dimensionen historischen Wandels ausgeht. Und eine Gesellschaftsgeschichte, die sicherlich anders als in Hans-Ulrich Wehlers seinerzeitiger Anlage einer deutschen Geschichte die handelnden Subjekte ebenso wie ihre lebensgestaltenden kulturellen Praktiken ernst nimmt. Mithin Agency und Erfahrung als strukturbildende Faktoren einer solchen Gesellschaftsgeschichte integriert. Hierin fügt sie sich in die Erkenntnisse und Forderungen der kulturgeschichtlichen Wende ein und steht ihr nicht entgegen. Ich fühle mich hier einig mit dem englischen Historiker Jeff Ely, der 2005 eine solche neuerliche Wende eingefordert hat. Nicht zurück zu einer alten Sozialgeschichte, wohl aber zu einer Geschichte der Gesellschaft, die die Möglichkeit eröffnet, Zitat, of grasping society as a whole, of theorizing its basis of cohesion and instability, and of analyzing its forms of motion. Eine Gesellschaftsgeschichte nicht jenseits des Kulturellen, sondern beyond the cultural turn. Das Plädoyer für eine solche Revitalisierung von Gesellschaft verbindet sich, um das Maß der eigenen theoretischen Nostalgie vollzumachen, zugleich mit dem Versuch, ein Konzept wieder in die Diskussion zu bringen, das seine Geltungskraft im Zuge der kulturgeschichtlichen Wende verbraucht zu haben scheint. Ich meine damit modernisierungstheoretische Zugänge. Sie symbolisieren ja gleichsam den Sündenfall orientalisierender Sozialtheorien und sind das Anathema poststrukturalistischer und postkolonialer Kritik. Nicht völlig ohne Grund, wie wir alle wissen, und wir müssen hier nicht die deterministischen, die kategoriellen, die normativen, auch die sprachlichen Irrläufe vor allem klassischer Modernisierungstheorien durchdeklinieren. Aus ihnen heraus erschien in der Tat auch die südosteuropäische Geschichte, selbst bei ihren solidesten Forschern wie Holm Sundhausen, vor allem als Defizitgeschichte. Südosteuropa wurde zum Synonym des Scheiterns, wo ansonsten in der europäischen Geschichte Erfolg bilanziert wurde. Allenthalben wurde Verspätung, Halbheit ausgemacht, eine steckengebliebene Agrarmodernisierung, eine ausgebliebene industrielle Revolution, ein fehlendes Bürgertum, eine unterentwickelte Zivilgesellschaft. Die Modernisierungstheorie, auch wenn sie in den vergangenen Jahren ein Schattendasein geführt hat, hat sich freilich längst aus derartigen theoretischen Engführungen herausgearbeitet. Kontingenzen und Pluralität der Moderne, Ambivalenzen und Hybriditäten, Claudia Weber hat einleitend darauf hingewiesen, die Möglichkeit von Regressionen und die Kosten der Moderne sind längst von ihr theoretisch aufgenommen worden. Nicht nur das klassische Wort von Samuel Eisensteins von den Multiple Modernities, auch Begriffe wie der von den Coexisting Modernities oder der wandernden Moderne chiffrieren diese konzeptionellen Erweiterungen. Wolfgang Knöbel hat diese Erweiterungen in seinen mehrfachen Rekonstruktionen modernisierungstheoretischer Ansätze eingehend herausgearbeitet. Mit ihm und andere halte ich auch das analytische Potenzial einer solchermaßen erweiterten Modernisierungstheorie, gerade auch für die südosteuropäische Geschichte, für durchaus nicht ausgeschöpft. Der Russlandhistoriker Manfred Hildermeier hat in einer seiner letzten großen Monographien einer monumentalen Geschichte Russlands ebenfalls zu einer solchen erneuerten Modernisierungstheorie als Deutungsachse gegriffen. Und er hat dabei sogar vor der Kategorie der Rückständigkeit nicht zurückgescheut, die er, Zitat, von normativen Implikationen befreit und sensibel gehandhabt, für eine durchaus produktive Kategorie zur Analyse der russischen Geschichte hält. Zumal praktisch alle Akteure seit dem 18. Jahrhundert von einem solchen Gefühl der Rückständigkeit bestimmt gewesen seien. Letzteres mag man auch für Südosteuropa gelten lassen. Soweit wie Hildermeier würde ich gleichwohl nicht gehen wollen in meinem Plädoyer für Modernisierungstheorie. Determiniert die Kategorie der Rückständigkeit doch beinahe zwangsläufig ein Narrativ des Mangels. Auch eine Entwicklungsgeschichte Südosteuropas, dies mag hier aus Zeitgründen als ein bekenntnishaftes Plädoyer stehen bleiben, muss aber durchaus nicht in einer Sprache des Mangels geschrieben werden, selbst wenn sie sich dabei des Begriffs und des Konzeptes von Modernisierung bedient.
Für manche, wie etwa Catherine Baker, bleibt die Kategorie der Moderne gleichwohl eine der, ich zitiere, Ingredients of Balkanism. Keine Kategorie der Analyse, sondern dekonstruierende Ideologie westlicher semantisierter Herrschaftsausübung. Dies, denke ich, übergeht, dass sich gerade in Südosteuropa aller gesellschaftlicher Wandel seit dem 18. Jahrhundert und durchaus bis auf die heutigen Tage im Horizont eines mit Pathos aufgeladenen Projektes der Moderne vollzogen hat. Der institutionelle Wandel, die Staatsbildung, soziale Rollenzuschreibungen, funktionale Differenzierung, die kulturelle und moralische Selbstverordnung der Gesellschaft, nicht zuletzt die Ökonomie, all dies orientierte sich affirmativ oder gelegentlich auch ablehnend an eben diesem Projekt der Moderne. Nach den Verläufen, den Konkretisierungen und den durchaus eigensinnigen Übersetzungen eben dieser Moderne in Südosteuropa zu fragen, ist daher in meiner Sicht nicht die balkanistische Ghettoisierung der Geschichte, sondern führt zum Kern einer südosteuropäischen Entwicklungsgeschichte der Neuzeit, um deren Ausdeutung es den Historikerinnen und Historikern meines Erachtens nach wie vor gehen sollte. Worum es geht, bleibt die Frage nach den historischen Pfadverläufen, nicht Pfaddeterminanten oder Pfadabhängigkeiten in der Entwicklung der Region, die sich immer nur aus der Perspektive einer Theorie und auch einer sprachsensiblen Relationalität zur Entwicklung in anderen Regionen beschreiben lässt. Die Frage nach solchen Trajectories ist auch nicht, wie der Theoretiker der Postkolonialität Apadurai meint, die große Narrative Trap einer westlichen Wissenschaft. Nicht zuletzt gegenwärtige Phänomene der südosteuropäischen Gesellschaften sind vielmehr nur durch den historisierenden Blick auf solche Prozesse langer Dauer zu verstehen. Sei es die Fragilität und die geringe Geltungskraft institutioneller Orte, die Staatsferne weiter Segmente der Gesellschaften, die Herrschaftspraxis der Eliten, die Mechanismen ihrer Rekrutierung und Selbstrekrutierung, die Art und Weise, wie die Intellektuellen ihre Rolle als Deutungsakteure und Sinngebungsinstanzen ausfüllen und manches mehr. Wenn sich die Rekrutierung lokaler Funktionsträger in den südosteuropäischen Gesellschaften heute zwar nicht auf die gleiche, aber durchaus auf eine homologe, klientelistische Weise vollzieht, wie dies bereits im 19. Jahrhundert der Fall war, dann verweist dies eben auf solche Strukturen der langen Dauer. Die kulturwissenschaftliche Wende der vergangenen zwei Jahrzehnte, um diesen Punkt hier abzubrechen, hat uns viele zuvor ignorierte Felder vor allem lebensweltlicher Realität erschlossen, aber sie hat auch von vielen Fragen, vor allem denen des Sozialen, weggeführt. Unser Bild von der Klassenstruktur der südosteuropäischen Gesellschaften, auch ihrer Klassenkonflikte, ist nach wie vor diffus. Arbeiter sind als soziale Gruppe erst in jüngerer Zeit wieder ins Blick gerückt, zumeist für die Zeit des Sozialismus. Über die Lebenswelt der Arbeiter im 19. und frühen 20. Jahrhundert wissen wir hingegen so gut wie nichts, zumal uns auch die vermeintlich marxistische Geschichtswissenschaft in dieser Hinsicht so gut wie nichts hinterlassen hat. Bauern sind, wenn ich recht sehe, aus dem Gesichtsfeld der Historiker weitgehend verschwunden. Von der Intelligenz in ihrer nationalen Funktion, einst ein Lieblingskind der Forschung, haben wir als sozial- und kulturgeschichtliche Formation nur ein verschwommenes Bild. Das Bürgertum hat größeres Interesse gefunden, aber ob wir es hier mit einer Bourgeoisie, einem Bürgertum, einer politischen Klasse zu tun haben, was diese Gruppe in sozialer, aber auch in kultureller Hinsicht vergemeinschaftet, das ist nach wie vor offen. Eine Wirtschaftsgeschichte, ohne die alle strukturgeschichtlichen Problemlagen der Region nur lückenhaft zu debattieren sind und für die es einst die großen Vorarbeiten eines Michael Palarade oder John Lampe gab, eine Wirtschaftsgeschichte hat sich seit langem von Südosteuropa verabschiedet. Und mit ihr auch die Frage nach den sozialen Ungleichheiten. Wie bildeten und veränderten sich soziale Ungleichheiten in den verschiedenen Gesellschaften der Region? In basaler wirtschaftlicher Hinsicht ebenso wie im Hinblick auf die feinen Bourdieu'schen Unterschiede. Selbst dort, wo sich die Forschung diesem Gegenstand zuwendet, geschieht dies nicht selten ohne eben jene Rückbindung des Kulturellen
an die von Mussner eingeforderten harten Gesellschaftsdimensionen. Worauf gründeten sich die Konfigurationen von Herrschaft im 19. und 20. Jahrhundert? Welche Rolle spielten materielle, ökonomische Herrschaftsressourcen? Welche das Bourdieu'sche symbolische Kapital? Ansätze in diese Richtung, und das will ich hier nicht verschweigen, gibt es gerade auch in der südosteuropäischen Geschichtswissenschaft durchaus. Ich denke hier etwa an Dobrinka Paruševas vergleichenden Analyse der serbischen, bulgarischen und rumänischen Eliten, an die Arbeiten von Latinko Perović oder Dubravka Stojanović, die sich um eine solche strukturgeschichtliche Kartierung der politischen Geschichte Serbiens bemüht haben, an den bulgarischen Kollegen Rumen Daskalov, der unter dem Rückgriff auf die Kategorie der Gesellschaftsgeschichte sich der Geschichte zugewandt hat, oder auch an die Arbeiten rumänischer Historiker wie Constantin Iordache. Sie alle sind Beispiele dafür, dass die Frage nach Fahrtbesonderheiten der Entwicklung in Südosteuropa keineswegs zwangsläufig in einen Balkanismus führt. Es geht dabei auch nicht, um nicht missverstanden zu werden, um die Suche nach einer neuen Meistererzählung. Schon gar nicht um die Neuauflage einer Meistererzählung einer gescheiterten Modernisierung des Balkans. Der Begriff des Turns kann aber ja ruhig auf einmal anders verstanden werden. Nicht als Rückkehr zu alten Konzepten, wohl aber im Sinne eines Neudenkens alter Konzepte und ihres bereichernden Abgleichens mit dem, was es an anderen, scheinbar alternativen, zumeist aber eher erweiternden Ansätzen gibt. Die Frage nach den langen strukturgeschichtlichen Verläufen der südosteuropäischen Geschichte führt unmittelbar zu dem zweiten Punkt, auf den ich abschließend eingehen möchte, nämlich den der empirischen, mehr aber noch der epistemischen Validität der Kategorie Raum für die Beschreibung Südosteuropas. Das so lange dominierende Selbstverständnis des Fachels als einer eigenständigen Disziplin hat die Vorstellung von Südosteuropa als einer historischen Region geradezu kanonisiert, die erst im Zuge poststrukturalistischer Kritik ins Wanken geraten und mittlerweile gleichsam ins Gegenteil verkehrt worden ist. Ähnlich wie an der Kategorie der Moderne hat sich eine poststrukturalistische und postkoloniale Kritik mit besonderer Radikalität an der Kategorie des Raums abgearbeitet. Historische Räume gelten ihr vielleicht nicht nur, aber doch vorrangig als Konstruktionen, als Mental Maps basierend auf konstruierten Zuschreibungsmerkmalen, die immer in hierarchisierender und fast immer in stigmatisierender Absicht erfolgen. Solche Raumvorstellungen seien im Sinne Foucaults Alteritätsbeschreibungen zum Zwecke einer diskursiv gestalteten Herrschaftsabsicherung. Auch Raum wird damit seines Anspruchs als analytische Kategorie zu sein beraubt und zu einer ideologischen Chiffre, die es im Modus der Ideologiekritik zu dekonstruieren geht. Mit Blick auf Südosteuropa ist es bekanntermaßen vor allem Maria Todorovas Schlüsselwerk Imagining the Balkans gewesen, auch wenn es selbst durchaus keine postkoloniale Theorieperspektive verfolgt. Es ist vor allen Dingen Marias Buch gewesen, das einer solchen Kritik den Weg und das Material geliefert hat. Dieses Buch hat, wie viele andere auch, die sich damit beschäftigt haben und die sich aus einer ähnlichen Perspektive den westlichen Perzeptionen des Balkans zugewandt haben, sicherlich unsere Sensibilität für den konstruierten und auch für den ideologischen Charakter mancher unserer eigenen Kategorien, mit denen wir an die Region herangehen, geschärft. Sie haben damit auf methodische Regulative verwiesen, die auch künftig bei keiner Beschäftigung mit der Region zu hintergehen sind. Ist aber damit auch die Kategorie der historischen Region in der Beschreibung hinfällig geworden? Ich meine nicht. Als ein erstes Argument für diese Behauptung lassen Sie mich auf den auffälligen Tatbestand verweisen, dass die Kritik am Raumbegriff, auch mit Blick auf Südosteuropa, diesen Begriff theoretisch wie forschungspraktisch offenbar keineswegs obsolet gemacht hat. Im Gegenteil, er erweist sich als äußerst lebendig. Schon auf der Ebene allgemeiner Theoriedebatten konnten wir interessanterweise quasi zeitgleich beides betrachten. Die poststrukturalistische Kritik am Raum als diskursives Konstrukt, wie auch die Aufwertung der Kategorie Raum im Spatial Turn.
Gerade mit Blick auf das östliche Europa ist der Raum nicht nur als Konstrukt, sondern auch als analytische Kategorie bestritten, aber eben auch rehabilitiert worden. Zu erinnern ist hier einmal mehr an Karl Schlögel. Anders als für Jörg Babarowski, der den Raum Osteuropa als analytisches Bezugsfeld mit dem Ende des Sozialismus gleich sich verschwinden sah und damit auch der Disziplin, brauche ich nicht mal, und damit auch der Disziplin osteuropäische Geschichte ihre Legitimation absprach. Anders als für Jörg Babarowski hat der Raum für Schlögel gerade mit dem Ende des Sozialismus seine verloren gegangene Bedeutung geradezu wiedererlangt. Das System zerfällt und wird zum Raum, so Schlögels Formulierung. Und es sei daher gerade die Aufgabe der Forschung, diese Spezifik der erneuerten räumlichen Konfiguration zu beschreiben. Auch dort, und das wäre ein zweiter Verweis auf die Vitalität der Kategorie Raum, wo man sich gegenüber der Behauptung eines Raums Südosteuropa kritisch zeigt, verzichtet man explizit oder zumindest implizit nicht auf die Ausmalung vermeintlich kohärenter Räume. So etwa, wenn Ulf Brunnbauer vorschlägt, den Begriff der historischen Region Südosteuropa doch durch den Begriff des Interaktions- und Kommunikation Raum Südosteuropa zu ersetzen. Und auch Karl Kaser, der in der ersten Auflage seiner Einführung in die Geschichte Südosteuropas diesen Südosteuropa noch als einen Raum historischer Eigenart beschrieben hat, sich in der zweiten Auflage seines Buches dann allerdings der postkolonialen Kritik gebeugt hat und gesagt hat, er verzichte auf jeden Raumbegriff. Auch Karl Kaser wendet sich letztlich nur neuen Raumkonstruktionen zu, wenn er gegen die Konvention gewordene Betrachtung des Balkans als einer europäischen Teilregion jetzt auf die historisch-kulturellen Verflechtungen des Balkans mit dem Nahen Osten verweist. Schließlich, und dies mag man als ein eher wissenschaftspragmatisches Argument für die Vitalität der Kategorie Raum ergänzen, haben alle aufgeregten Debatten um die Kategorie des Raums für das institutionelle Gefüge der Südostforschung bislang keinerlei Folgen gezeitigt. Auch die vehementeste Kritik an der theoretischen Substanz des Begriffs hat nicht dazu geführt, dass sich die entsprechenden Institutionen vom Raumbezug ihrer eigenen Einrichtung verabschiedet hätten. Im Gegenteil, selbst Neugründungen etablieren sich entlang räumlicher Zuordnungen. Weder haben die Balkaninstitute in Saloniki, Sofia oder Belgrad ihren Namen geändert, noch das Bukarester oder das Regensburger Institut ihre Denomination als Südosteuropa-Institut aufgegeben. Gleiches gilt für die Zeitschriften, wo die Revue des Etudes Südosteuropäens in Bukarest ebenso wie die Balkan Studies in Saloniki oder die Etude Balkanique in Sofia an ihren tradierten regionalen Selbstdenominationen festhalten. Und auch das Regensburger Journal, das sich ja jüngst umbenannt hat, hat den eigenen Anspruch, ein Organ der Southeast European Studies zu sein, lediglich durch das Epitheton Comparative ergänzt, gleichsam als symbolischer Ausdruck eines selbstreflexiven Verständnisses der eigenen Untersuchungsregion. Epistemische Kritik bricht sich mithin auch heute noch an den Zwängen der institutionellen Ressourcenakquise, die über einen Bezug zum Raum, gerade auch mit Blick auf politische Nachfrageerwartungen, offenbar leichter zu sichern ist. Es scheint also so, dass man ohne die Kategorie des Raums nicht auskommt. In diesem Sinne greift denn meines Erachtens auch zu kurz, wenn Hannes Granditz und Karl Kaser davon gesprochen haben, dass die Befassung mit dem Raum nur mehr ein Forschen in der Region, nicht aber über die Region sein könne. Jedes Forschen in der Region sagt immer auch etwas über die Region aus. Und gerade hierin sehe ich die Aufgabe des Historikers, der sich ja eben nicht nur in der Zeit, sondern immer auch im Raum bewegt. Dass dies im Wissen um die poststrukturalistische Kritik nicht mehr im Sinne früherer statischer Merkmalszuschreibungen erfolgen kann, dürfte dabei einsichtig sein. In diesem Sinne hat auch Sundhausens Versuch einer an festen Clustermerkmalen ausgerichteten Verortung einer Europa-Balkanica meines Erachtens nach der Diskussion eher
einen falschen Weg gewiesen. Die Frage der Strukturkohärenz oder zumindest der Strukturhomologie einer Region Balkan lässt sich im Blick fixer und ein Stück weit auch essentialisierender Strukturmerkmale nicht beantworten. Maria Todorovas Kritik an den sundhausenschen Clustern kann ich daher ein Stück weit teilen. Aber auch ihr Diktum, und diese Differenz darf ich vielleicht mir leisten, Maria, aber auch ihr Diktum, die südosteuropäische Geschichte, anstatt sie zu regionalisieren, zu normalisieren, weist meines Erachtens nach in eine verkürzende Richtung. Der vorrangige Blick auf die Simultanitäten der südosteuropäischen und der europäischen Geschichte schließt die Frage nach den Differenzen und Spezifika nicht aus. Im Gegenteil, sie setzt diese voraus. Es geht in der Beschreibung von historischen Räumen nicht um Kohärenzbehauptungen oder gar um Kohärenzstiftungen, sondern um die empirische Suche nach strukturellen Ähnlichkeiten oder Homologien, die Räume und Entitäten voneinander abgrenzen oder aber auch zusammenbinden. Wo man sich daran orientiert, da endet die Frage nach den regionenspezifischen Ausprägungen in der Struktur von Gesellschaft oder nach regionenspezifischen Entwicklungsläufen von Räumen auch nicht in einem akademischen Balkanismus. Ich finde mich daher, und damit möchte ich schließen, ich finde mich daher in der Formulierung wieder, mit der Stefan Tröbst die Debatte um historische Regionen bilanziert hat. Man solle, so Tröbst, das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Und auch das Wissen um den immer wieder diskreditierenden Konstruktionscharakter räumlicher Zuschreibungen erzwinge es nicht, auf die Denomination einer well-founded historical Mesoregion Southeastern Europe zu verzichten. So, jetzt habe ich mich positioniert. Dankeschön.